Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zur Netzsicherheit. Heute wollen wir uns nochmal hier mit OpenVPN auseinandersetzen, das im Prinzip dasselbe Ziel verfolgt wie L2TP aus dem letzten Video, und zwar, dass ihr sozusagen euch von eurem Rechner übers Internet an einem VPN-Provider einloggen könnt und von dort dann Netzzugang eben bekommt oder Internetzugang eben bekommt. OpenVPN verfolgt eigentlich eine komplett andere Strategie als L2TP. Und zwar, OpenVPN läuft im User Space, beziehungsweise läuft als Anwendung. Es braucht tatsächlich auch Kernelrechte, aber das ist nicht so wichtig. Und zwar, warum ist das jetzt so? Naja, man hat sich dafür entschieden, das Ganze als Anwendung zu starten, weil wir jetzt hier unten drunter TLS benutzen können. TLS wiederum benutzt TCP, TCP wiederum benutzt IP, ist egal welche Version, IPsec, IPv4, IPv6, völlig egal. Hier, Schicht 2 und Schicht 1 ist auch völlig egal. Das heißt, wir haben hier im Prinzip zwar diese drei vorgeschrieben, aber dadurch haben wir automatisch schon Verschlüsselung mit drin und können sagen, okay, wir haben sofort alles gesichert, denn wir haben ja schon TLS uns durchgeguckt. Darüber läuft auch zum Beispiel irgendwie Webseiten-Traffic über HTTPS oder sowas. Das heißt, das Ding ist wirklich sicher. Und OpenVPN sagt einfach, hey, ich muss das nicht alles selber machen, ich benutze einfach schon, was gegeben ist. Denn wenn man nur eine Sache hier überprüfen muss auf Sicherheit, dann ist man deutlich schneller fertig. Es gab ja auch bei TLS mehrere Versionen und mehrere Angriffe drauf. Überlegt euch mal, wenn man das bei jedem Protokoll macht, dann dauert das eine Weile, bis das wirklich sicher ist. Und deswegen hat man sich gesagt, okay, OpenVPN nutzt einfach TLS und hat damit seine Verschlüsselung. So, was ist denn noch ein Vorteil davon, dass wir jetzt hier mit TCP arbeiten? Denn TLS benötigt ja TCP. Es gibt auch eine Version von TLS, ich weiß, die benötigt kein TCP, die kann mit UDP, macht einfach alles, was TCP macht, selbst hier drin. Aber eigentlich ist TCP sowieso, naja, von Vorteil, sage ich jetzt mal, denn die meisten NATs und Firewalls haben, oder viele NATs und Firewalls haben ein Problem mit UDP-Traffic. Manche Firewalls lassen einfach generell alle UDP-Pakete fallen, also da kommt gar nichts mehr durch, und manche NATs machen genau dasselbe. Und das heißt, mit TLS brauchen wir zwar TCP, zumindest mit dem normalen TLS, aber da können wir dann auch sagen, okay, das hat eigentlich auch nur Vorteile für uns. Gut, klar, manchmal möchte man möglichst schnellen, unstockenden Traffic, aber das ist hier jetzt relativ gut gegeben, indem wir einfach TCP hier verwenden. Ja, es ist kein großer Fail, dass man das jetzt hier hat, und wenn man VPN hat, hat man immer kleine Einbußen, was Geschwindigkeit angeht. Sprich, wenn man live irgendwas machen möchte, ist man halt nicht mehr ganz perfekt live, sondern man ist vielleicht eine Sekunde versetzt oder sowas. Aber das ist wirklich noch aushaltbar und ja, eigentlich okay, würde ich mal so behaupten. So, man kann sich auf verschiedenste Arten authentifizieren. Es benutzt hier, wie gesagt, kein PPP. Das macht jetzt OpenVPN an sich selber. Man benutzt nämlich hier entweder Pre-Shared Keys, das heißt sowas wie, ich habe einen Schlüssel ASDF12345 und mein VPN hat genau denselben Schlüssel und weiß, dass ich mich mit diesem Schlüssel einlogge, sprich einfach nur ein langes Passwort sozusagen. Man kann mit Zertifikaten arbeiten, das heißt einfach per Datei, ist sehr, sehr bequem und sehr, sehr viel schneller möglich. Und man hat dann natürlich auch die Authentizität, weil das Zertifikat auch wirklich nur von einer Person benutzt werden kann sozusagen, wenn es nicht geklaut wird, also der Private Key nicht geklaut wird. Das bedeutet, man hat hier auch gleich Authentizität mit drin, und es ist gleichzeitig auch noch bequemer, weil man keinen Schlüssel jedes Mal eingeben muss, sondern man hat einfach nur sein Zertifikat und gut ist. Oder man kann auch mit Benutzername und Passwort sich einloggen. Kann man sich sozusagen bei der Konfiguration vom VPN aussuchen. Ja, und das war's eigentlich auch tatsächlich schon, was ich hier euch zeigen wollte. Klar, danach wird wieder IP-Verbindung aufgebaut zwischen VPN-Provider und eben dem Ziel. Und das Paket kommt dann natürlich wieder ganz normal zurück. Gut. Was jetzt vielleicht manche von euch erwarten, ist, dass wir jetzt hier ein VPN oder sowas einrichten. Das machen wir nicht. Wenn sowas kommt, oder ja, wenn, trifft es eigentlich ganz gut. Wenn sowas kommt, dann machen wir das in der Server-Einrichten-Playliste. Die Serie hier ist zur Theorie gedacht. Die Praxis findet ihr in der Server-Einrichten-Playliste. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ja, da gibt es auch noch genug, was ihr euch da reinziehen könnt. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.